Was ist die KKTH? Das ist eine gute Frage. Wenn jemand das absolut nicht weiß, wird er sich zuallererst mal über diese lustige Abkürzung Gedanken machen. KKTH. Wir haben dann aber erklärt, katholische Kindertagesheime und eine Vereinigung dazu, dann wird vielleicht schon einiges mehr klar, worum es da geht. Es ist eine Vereinigung von Erhalterinnen und Erhalter, die sich zur Aufgabe gemacht haben, zusammenzuarbeiten im Bereich der Kinderbetreuung im Kindergarten und im Hort. Vielfalt stärkt, das ist einerseits auch unsere Erfahrung, das ist ein grundsätzlich stark christliches Moment. Christentum gibt es ja auch in vielen, vielen Ausprägungen und das ist gut so. Jeder Mensch ist einmalig, ist vielfältig und genau das zusammen, die Vielfalt in der Einheit zu leben, das heißt wirklich gemeinsam auf Gemeinschaft zu schauen, parallel dazu aber natürlich das jeweils einzelne, besondere, bunte auch zu sehen. Also das scheint einfach unumgänglich in Zeiten wie diesen heute. Und dafür steht auch die KKTH ganz stark. Das heißt, wir haben den tollen Stretch geschafft, dass einerseits jeder Standort natürlich seine jeweilige Farbe hat, aber andererseits natürlich, dass wir sehr viel auch gemeinsam entwickelt haben, dass wir viele Dinge gemeinsam machen und dass wir genau also diese positive Spannung zwischen so viel Individualität wie möglich, so viel Gemeinsamkeit wie notwendig, dass wir das geschafft haben und wirklich und immer mehr auch stärken. Und das stärkt ungemein. Wir haben Träger, die durchaus auch traditionell ihre Schule sehen. Und wir haben andere, die gerade im Bereich der Vielfalt, auch im Bereich der Religionen, sehr, sehr offen sind. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht offen sind. Aber aus der Geschichte her ergibt sich einfach ein ganz großes Feld und eine ganz große Bandbreite, wie mit Religion umgegangen wird. Selbstverständlich haben bei uns auch Kinder anderer Religionen Platz. Und das ist irgendwie, ja, glaube ich, auch wichtig, dass wir als KKTH die Gesellschaft Wiens annähernd auch abbilden. Natürlich gelten für alle Kindertagesheime, die von der Stadt Wien also gefördert und unterstützt werden, gelten die gleichen Regeln, Normen, Gesetze, das ist klar. Aber wir sind ganz klar als KKTH wertorientiert, basierend auf christlichen Grundsätzen und in unserem Fall auch von der Ordensspiritualität, Ordenstradition her auch geprägt. Dass in einer franziskanischen Kinderbetreuungseinrichtung natürlich der Franziskus ganz stark im Fokus ist und so weiter. Ich denke mir gerade in der Eingewöhnungszeit, wo eben das Vertrauen von allen Seiten noch nicht so da ist, die Eltern kennen uns nicht, wir kennen die Eltern nicht, wir kennen die Kinder nicht, die Kinder kennen uns nicht. Das ist gerade bei der Eingewöhnung so ein Prozess, dieses gegenseitige Kennenlernen. Das sind so die Monate für mich der Stärkung. Also da passiert wirklich was, da wird Beziehung aufgebaut. Ja, es wird immer spannender, je besser die Beziehung ist und je mehr ich mich aber trotzdem zurückziehen kann, weil sozusagen die Kinder selbstständig unterwegs sind. Dort geht natürlich nicht von Anfang an, aber ja, dieses Beobachten der Entwicklung der Kinder, dieses neugierige Entdecken ist einfach ein Geschenk unseres Berufes. Entängstigend ist dieses Stichwort? Selbst wenn meine auch vorhandenen Vorurteile oder Sorgen da sind, sobald ich mein Gegenüber, diesen Menschen, dieses Kind kennenlerne, dann wird es weniger, ich kenne die Erfahrung nicht anders, es wird weniger, wenn ich mich mit dem Gegenüber beschäftige, wenn ich es kennenlerne. Beziehungsweise, um ein anderes Bild noch zu verwenden, ist, ich kann nicht früh damit genug anfangen, selber ins Gleichgewicht zu kommen. Das heißt, das muss ich einfach früh üben und mit Balance einfach üben. Und das ist im Kindergarten halt auch sehr gut möglich. Ist das Beispiel treffend? Ja, sehr. Die Vereinigung von katholischer Kindertagesheime gibt es seit 2009. Und es ist interessanterweise, ganz am Anfang hat eigentlich nie jemand geglaubt, dass das wirklich derart ein Erfolgsmodell werden kann. Und so sind wir jetzt nach knapp 10 Jahren eigentlich sehr, sehr gestärkt und auch beflügelt von dem Weg, den wir da als KKTH, egal ob als Erhalter oder als Vorstand, als Pädagoge, als Pädagogin und vor allem der betreuten Kinder gegangen sind, dass das ein guter Weg war und ein guter Weg auch für die Zukunft ist. Die pädagogischen Mitarbeitenden sind natürlich christlich geprägt. Also das macht uns ja aus und dafür stehen wir auch. Und ich denke, die meisten Eltern, die ihre Kinder zu uns geben, nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, wählen auch das christliche Profil, also das wir ganz stark natürlich auch öffentlich machen.
Der Glaube wird deutlich in unserem Alltag, dass wir beispielsweise ganz stark Kirchenjahr, das christliche Kirchenjahr feiern. Es gibt die Martinsfeste und nicht ein Lichterfest wie manche säkulare Institutionen. Es gibt Nikolaus, es gibt Weihnachten, es gibt Ostern. Genau diese Dinge kommen natürlich ganz stark zum Tragen in unseren Einrichtungen. Und das wissen die Eltern auch und lassen sich darauf ein. Ich traue mir nicht sagen, dass wir so viel besser sind. Wir haben nur Qualitäten, auf die wir sehr, sehr stolz sind und die wir auch in unserem Alltag sichtbar machen. Und wenn jetzt Kinder kommen oder vor allem Eltern kommen, die sagen, genau diese Qualitäten entsprechen meinen Vorstellungen von Umgang mit Menschen. Von kleinen Menschen von 1,5 Jahren bis zu unseren Hortkindern, die 14, 15 Jahre sind, die wir betreuen. Und dem entspricht das. Dann sind diese Eltern und vor allem die Kinder bei uns herzlich willkommen. Das kann für manche sehr, sehr gut passen und kann für manche vielleicht irgendwie sogar ein bisschen eingrenzend sein. Ja? Aber da ist wieder unsere Stärke jetzt genau diese Vielfalt, dass wir anbieten von einem Charisma, das hier in diese Richtung ausgeprägt ist, in den anderen Charisma, wo eben diese Schwerpunkte sichtbar sind. Natürlich gibt es Kinder anderer Religionen bei uns und vor allem auch nicht christliche Eltern geben die Kinder in unsere Einrichtungen, weil sie sagen, gerade hier wird Religion wertgeschätzt. Das heißt, vor allem auch Eltern, die daran interessiert sind, dass ihre Kinder in den ökumenischen oder multireligiösen Kontexten aufwachsen, genau die wählen unsere Einrichtungen auch. In der Praxis ist es so, dass natürlich also beispielsweise muslimische Eltern mitbekommen und auch lernen von den Kindern, mit den Kindern, was christliche Feste bedeuten. Sie lernen auch die Überschneidungen, dass es Heilige gibt im christlichen Kontext, in dem Fall im katholischen Kontext. Natürlich, ich meine, Jesus wird auch von den Muslimen als Prophet anerkannt, Weihnachten ist für manche unserer Eltern auch von Bedeutung. Umgekehrt lernen natürlich auch christliche Kinder, was spielt sich so im Islam ab. Das heißt, wir bieten immer wieder auch islamische Eltern einfach von ihren religiösen Traditionen zu erzählen. Es ist ganz wichtig in unserer globalisierten Gesellschaft, dass schon die kleinen Kinder lernen, mit Vielfalt umzugehen, auch mit religiöser Diversität. Wir denken, das ist ein ganz starker Auftrag im Blick auf Erziehung, auf die Zukunft hin. Auf die Frage, wie geht das zusammen, zum Beispiel Islam, christlich geprägter Kindergarten, da gibt es eine wunderbare Geschichte, die passiert ist in einem Kindergarten. Da kommt der kleine Ahmed, kommt eines Tages in den Kindergarten und sagt, die Sandra kommt in die Hölle, weil die isst Schweinefleisch. Großer Skandal, Fragezeichen. Nein, es wird richtig reagiert. Die Pädagogin sagt, Ahmed, in deiner Religion gilt, ihr habt die Regel, kein Schweinefleisch und das ist okay. Du bist ein guter Muslim, wenn du dich daran hältst. Die Sandra ist Christin, in ihrer Religion gelten andere Regeln. Das heißt, sie kann Schweinefleisch essen und kommt nicht in die Hölle. Das heißt, ihr habt verschiedene Regeln in euren Religionen. Und dieser dreijährige Ahmed sagt, aha, dann können wir weiterhin Freunde sein. Das heißt im Klartext, die Kinder sind in der Lage und schon fähig, im Kleinkindalter zu lernen, es gibt Vielfalt, ich kann lernen, ohne den anderen verdammen zu müssen, beispielsweise. Wir werden oft gefragt, ob wir der Meinung sind, dass diese Vielfalt stärkt und nur damit natürlich die Zukunft gewährleistet werden kann. Nein, dieses nur ist viel zu eingrenzend. Ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, die stärkend sind. Aber ich glaube, wenn wir einen offenen Zugang auch in unserer Gesellschaft pflegen, dass das einfach den Alltag, den wir auch außerhalb des Kindergartens und außerhalb des Hortes erleben, viel einfacher zu bewältigen ist.